Das gibt's nicht. Ah, wieder ein Rätsel. Okay, das eine Rätsel, das war schon zugegeben, ich brauchte ein bisschen länger, aber das ist relativ einfach gewesen. Wird Memorize Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Shit, was hat die noch gerade gesagt? Irgendwie so ein Fortschritt. Memorize? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Was können wir denn damit eigentlich machen? Das ist auch die Frage. Ich kann darauf schießen. Und dann? Verändert sich da irgendwas? Kann ich da... Und der Hell, das T ist irgendwie herausgesprungen. What the hell? Evolution. Was zum Henker geht hier ab? Okay. Jetzt, wenn ich die Antwort zum Rätsel wüsste, würde ich jetzt nicht wissen, wie man das hier eingibt. Interessant. Okay, hier bekommen wir sicher Hilfe, oder? Nope. Also hier kann ich gar nichts machen. Ich check mal hier die Seite, da kam ich her. Captain Traces Rätsel? Irgendwas, irgendwas, irgendwas. Eindeutig kaputt. Oben habe ich mich noch nicht genug umgeguckt. Ich höre noch mal rein. Wird Memorize Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Okay. Menschheit steht vor Scherben. Okay, hier oben ist nicht wirklich was. Nur was muss ich mit den Buchstaben machen? H ist der Anfang von Homis. Ja, logisch. Ich hätte gerade mir das einprägen sollen, was Nillen gesagt hat. Das war nämlich ziemlich hilfreich. Da geht das schon mal in die Luft. Das ist das T schon in der Luft gewesen. Wird Memorize Schwindel entlarvt. Memorize. Muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Vor Scherben steht. Nee, Moment. Wusste ich's doch. Okay. Geheimnis offenbart. Mal reinhören. Wird Memorize Schwindel entlarvt. Schwindel entlarvt. Muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Okay, da haben wir das O. I. S. So müssen wir die Dinger also eingeben, hoch und runter. Und das ist auch mal geklärt. Ich check immer noch nicht, was ich genau machen soll. Ich höre mir, glaube ich, nochmal das von Nillen an. Okay, dann hören wir nochmal zu. Erstmal muss das natürlich wieder synchronisiert werden. Und zupp! Okay, was sagt sie? Memorize die Zukunft der Menschheit.
Die Zukunft der Menschheit. Sehr bescheiden. Okay, hören wir nochmal rein. Wird Memorize Spindel entlarvt. Spindel entlarvt. Muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Ende des Fortschritts. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Ha. Also wir müssen quasi das auf die Buchstaben umlenken, was der sagt. Moment. Wird Memorize Spindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Einmal noch. Ich glaube, ich habe eine Idee. Spindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Hm. Ich habe eine Idee. Ha? Schieben wir hoch. Das müssten, wenn ich mich nicht täusche, drei Buchstaben sein. Moment. Wird Memorize Schwindel entlarvt. Muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Also wir fangen an mit dem Anfang. Evolution würde ich jetzt mal sagen ganz am Ende. Jetzt fehlt nur noch Memorize. Wird Memorize Spindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Und wieder am Ende. Memorize. Am Ende des Fortschritts vor Scherben stehen. Das müsste richtig sein. Und? Jawohl! Oh mein Gott! Dämliches Rätsel. Das war wirklich schon ein bisschen knackiger. Boah, endlich. Nächste Reminiszene. Folgen wir dir einfach mal. Wo willst du hin? Ah, das ist doch die Konsole von gerade. Holy shit, du sollst... Boah. Fast abgebrochen. Da hinten ist noch so ein Viech, da habe ich gar nicht gesehen. Andere Seite. Geht doch. Okay, was haben wir hier? Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Auch seine Rabenmutter. Das ist ein leichtes Rätsel. Nettes Familienporträt. Ah, wirklich. Das ist aber ein leichtes Rätsel. Ich muss mir das nochmal anhören. Die Frau hört auf ihren Mann. Okay, Frau hört auf ihren Mann. Verlässt ihr Kind. Und verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau. Mann bewundert. Aber hört ihr nicht mehr zu. Und hört ihr nicht zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Und ah, das war richtig. Falschen anvisiert. Und das Kind liebt beide. Kabam. Boah, das war richtig easy. Das war das leichteste Rätsel von allen. Notfallprotokoll aktiviert. Sesam, öffne dich. Charles' letzte Bastion ist geknackt. Los! Boah, das Rätsel von gerade hat es so in sich gehabt. Aber das Rätsel jetzt war super leicht. Endlich sind wir drin. Zeit für Terror. Roboter, bring it. Schnauze voll, wir beenden das hier und jetzt.
Okay, ich habe keinen Fokus. Und die haben es abgewehrt. Verfluchte Schutzschilder. Oh, hallo. Fokus sage ich nicht nein. War schon wieder ist die Musik so ein bisschen lauter geworden. Ich breche die Combo extra ab, damit ich die Zeit da immer bekomme. Für den Cooldown, aber bringt jetzt gar nichts. Okay. Was den Frieden. So badass. So, jetzt heißt es immer den Cooldown reduzieren. Ich darf nicht in das Kraftfeld springen. Blödes Mistviech. Okay, wieder reduziert. Noch ein kleines bisschen. Boah, es geht mit der Musik ab. Oh, super laut. Okay, dann roste mal. Und. Na, war ja so klar, dass das nicht alles ist. Aber wir haben die Tarnung. Zwei von den Idioten. Einer ist weg. Spocken. Ich würde sagen, töten. Komm schon. Kloppen, kloppen, kloppen. Wird gar nicht lange rumfackeln. Und der ist platt. Weiß ehrlich gesagt nicht, ob noch mehr kommen. Zwei noch. Einer noch. Und weiter geht's. Komm schon. Schreiten wir da durch. Daddy, rat mal, wer heimkommt. Aufraum, genau. Aufräumendes Inferno. Wenn jemand fragt, warum wir tot sind, sage ich, weil unsere Väter gelogen haben. Ich muss meinen Vater konfrontieren. Aber meine Geschichte hat so viele Löcher. Schatten auf der Leinwand meines Lebens. Ich war Nillin, Erroristin, gefürchtet und gehasst. Ich formte Gedächtnisse nach Lust und Laune um. Ich war einst der geliebte Spross der Cartier Wells. Ein Paar, verehrt von der Gesellschaft, die es schuf. Schatten und Licht. Ich muss den Schaden richten. Das von meiner Familie begangene Unrecht gut machen, bevor das Chaos alles verschlingt. Zeit für meinen Vater, das Gift zu kosten, das die ganze Welt geschlürft hat. Edge führt mich. Und ich bin bereit. Hoffe ich doch mal. Episode 8. Conception Cube. Oder auch Konzeptionswürfel. 0:52 ist eine tolle Zeit, um jemanden zu töten. Der Konzeptionswürfel.
das Herz dieser Korruption.